BB1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Rückschlag für die Höhlenretter. Das Team, das in den kommenden Tagen zum verunglückten Stuttgarter Forscher vordringen wollte, kann nicht weiter. Einer der Männer sei zu erschöpft, berichten die Medien. Ein zweites Team aus Italien ist bereits am Abstieg, um zu den anderen Bergrettern zu stoßen. Mit dabei ist auch ein Arzt. Er oder sein Kollege, der sich bereits im Biwak befindet, sollen dann entscheiden, ob und wie der 52-jährige Verletzte geborgen und transportiert werden kann. Per Fahndungsplakat sucht die Polizei jetzt nach weiteren Hinweisen im Stuttgarter Koffermord. Besonders interessiert die Beamten, wer die beiden Opfer, einen 50 Jahre alten Mann und eine 47-jährige Frau, in der Zeit zwischen dem 28. Mai und dem 1. Juni gesehen oder Kontakt mit ihnen hatte. Auch Angaben zu den Koffern, in denen die beiden Leichen im Schlossgarten abgelegt worden waren, sind erbeten. Wer etwas weiß oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Fundstelle gemacht hat, soll sich bitte unter 0711 8990 5468 bei der Kriminalpolizei Stuttgart melden. Es ist eine Belohnung von 1.000 Euro ausgesetzt. Innenminister Reinhold Gall will künftig härter gegen Hooligans vorgehen. Die Landesregierung wolle auf der einen Seite mit Unterstützung der Kripo Unruhestifter gezielt ins Visier nehmen, auf der anderen Seite müssten aber auch die Vereine künftig ihre Sicherheitsauflagen besser erfüllen. Grund für die Maßnahme sei laut Gall die ständig zunehmende Gewalt in den Fußballstadien der ersten drei Ligen. Die heftigen Unwetter, vor denen der Deutsche Wetterdienst für gestern Abend in einigen Landkreisen Baden-Württembergs gewarnt hatte, sind weitgehend ausgeblieben. Eine Gewitterfront war von Richtung Bodensee aus nach Stuttgart und Ulm gezogen. Außer abgebrochenen Ästen, wenigen umgestürzten Bäumen und ein paar vollgelaufenen Kellern gab es aber keine Schäden zu vermelden. Für den heutigen Abend und die Nacht hat der Deutsche Wetterdienst für einige Teile des Landes nochmals starke Unwetter angekündigt. Die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft, kurz BWKG, wehrt sich gegen die Vorwürfe der Krankenkassen, die Kliniken würden Leistungen abrechnen, die nie erbracht worden wären. Die Kassen hätten lediglich die Fälle geprüft, von denen sie sich Kürzungsmöglichkeiten erhoffen. Das jetzt auf alle Fälle umzurechnen, sei falsch und unseriös, so die BWKG. Morgen beginnt in Brasilien die Fußball-Weltmeisterschaft. Doch wie sieht es im Land mit der Vorfreude auf das sportliche Großereignis aus? Wir haben uns mal in Reutlingen umgehört. In der Reutlinger Innenstadt ist noch nicht viel zu sehen. Nur hier und da können Fußgänger kleine Hinweise auf die anstehende WM entdecken. Ist unter den Reutlingern etwa noch nicht das große Fußballfieber ausgebrochen? Ich schaue gar keinen Fußball, deswegen freue ich mich nicht. Und Sie auch nicht. Interessiert mich gar nicht, überhaupt nicht. Ich bin kein Fußballfan. Ja, jetzt so ganz, aber ein bisschen langsam wird was. Mal ganz ehrlich, nein. Noch nicht so ganz, wahrscheinlich erst, wenn es dann losgeht. Letztes Mal sah es noch so aus. Gibt es jetzt etwa niemanden in Reutlingen, der sich auf die WM freut? Ich habe schon Bock drauf, weil es irgendwie gesellschaftlich cool ist. Man kann sich mit Freunden treffen und mal feiern. Mir geht es nicht wirklich um Fußball, aber... Ich freue mich schon. Ich fand es auch immer gut, aber in so einem Land, wo so viel Arbeitslose und Arme gibt, finde ich es nicht richtig. Ich freue mich wie die Sau. Sie eher weniger, weil sie muss drunter leiden. Aber wir freuen uns trotzdem. Ja, der Balkon ist auch schon dekoriert. Ja. Und was glauben Sie, wer Weltmeister wird? Ja, ich hoffe natürlich Deutschland, aber mit dem Kader denke ich eher weniger, dass es was wird. Dann schon eher Brasilien oder Spanien. Oder ein Exot, mit dem man jetzt noch gar nicht rechnet. Wir hoffen natürlich, dass Iran im Finale kommt, weil Iran ist auch dieses Jahr mal dabei. Aber wir glauben nicht. Aber natürlich Deutschland. Ich schätze mal Argentinien, Brasilien. Ich denke mal, die wollen es auch, gerade weil es ja in ihrem Land stattfindet. Also ich tippe mal auf Spanien oder Brasilien, weil das im Moment so die beiden stärksten Mannschaften sind. Brasilien hat Heimvorteil. Und ob Deutschland sich bis zum Finale halten kann, das weiß ich nicht. Aber ich schätze mal, bis ins Halbfinale werden sie es schon schaffen können. Ja, wenn Deutschland im Turnier weiterkommt, dann wird es hoffentlich auch noch was mit der Stimmung in Reutlingen. Musik
Die Finanzierung für Jugend trainiert für Olympia und für Paralympics ist gesichert. Der Bundestagsausschuss hat seine Kürzungspläne zurückgenommen. Dafür hatte sich unter anderem auch Kultusminister Andreas Stoch eingesetzt. Er erklärte, er sei sehr froh, dass auch im Bundestag der Stellenwert dieser Wettbewerbe für die Jugend und den Leistungs- und Breitensport erkannt worden sei. Soweit die BW1 Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Die Handwerkszünfte stehen im Mittelpunkt des Handwerksmuseums Kehl-Kork. Vom Zimmermann bis zum Kürschner, vom Sattler bis zum Fischer sind alle vertreten. Es sind also nicht nur altbekannte Berufe vertreten, sondern auch längst vergessene und ausgestorbene Zweige dabei. Zu sehen ist die Ausstellung jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Dem Leben Kardinal Augustin Beas widmet sich das gleichnamige Museum in Blumberg. Nach seinem Theologiestudium arbeitete er als Professor und schließlich als Rektor des Päpstlichen Bibelinstituts. 1993 richtete die Stadt Blumberg in Zusammenarbeit mit der Erzdiözese Freiburg und der Kirchengemeinde Ried-Böhringen in seinem Geburtshaus ein Museum ein. Und das ist ganzjährig nach Vereinbarung zu sehen. Nichts ist älter als der menschliche Spieltrieb. Und um den zu befriedigen, haben auch unsere Vorfahren ihr eigenes Spielzeug gebaut. Unzählige Puppen und Spielsachen aus den vergangenen Jahrhunderten präsentiert das Puppen- und Spielzeugmuseum in Rottweil. Ein Ausflug in eine fast vergessene Kindheit ist immer mittwochs bis freitags von 10 bis 12:30 Uhr und 14 bis 17:30 Uhr, samstags von 10 bis 12:30 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr möglich. Die Vielfalt der Natur können Besucher des Staatlichen Museums für Naturkunde in Karlsruhe kennenlernen. Dabei gibt es neben Präparaten, Fossilien und Modellen auch echte, lebendige Ausstellungsobjekte, hinter Glas in diversen Aquarien und Terrarien. Eintauchen in die Welt der Dinosaurier, Insekten und anderer Tiere kann man zu den Öffnungszeiten dienstags bis freitags von 9.30 Uhr bis 17 Uhr und an Wochenenden von 10 bis 18 Uhr. Blatt für Blatt. Tag für Tag. Jahr für Jahr. Diese Menschen sagen Danke. Danke, weil fairer Handel ihnen ein Leben in Würde ermöglicht hat. Familien haben zu essen. Kinder können in die Schule gehen. Sie alle haben eine Zukunft. Wir unterstützen den fairen Handel. Machen Sie mit. Spenden Sie online. www.brotfuerdiewelt.de. Wir lebten auf dem Land und hatten ein schönes Leben. Als ich 8 Jahre alt war, kamen bewaffnete Männer und haben meine Mutter getötet. Dann haben sie mich und meinen Bruder mitgenommen. Zuerst musste ich für sie waschen und kochen. Mein Bruder sollte Menschen töten. Er hat es nicht getan. Die anderen Jungen und die Männer haben ihn umgebracht. Dann habe ich alles getan, was sie von mir verlangten. Daran möchte ich nicht mehr denken. Als ich 14 Jahre alt war, konnte ich flüchten. Jetzt möchte ich wieder ein normales Leben führen.